Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Ja, es ist jetzt wieder ein Weilchen her, wo ich das letzte Mal hier gespielt habe. Was ich noch weiß, ist, dass wir hier die ganzen Gebiete befreit haben. Auch Vanguard, Faring ist noch über. Hier unten haben wir alles befreit. Hier oben sind wir auch endlich in der letzten Folge Xardas begegnet. Und ich sag mal so, ich weiß aktuell nicht wirklich, was ich sonst machen soll. Finde für Roba heraus, was Xardas plant. Töte König Roba, Rock aus Höhle. Bring mir eifrige Sklaven zur Wolfsmine. Finde den Druidensuchtrupp der Orks. Okara braucht mehr Männer. Plündere die Höfe. Da gibt es einiges, was wir noch machen müssen. Obwohl, erkunde die Ruinenfelder Al-Shaddim. Al-Shaddim, wo war das denn nochmal? Das haben wir gar nicht erfüllt, kann das sein? Gehört zur Hauptquest. Obwohl, Hauptquest töte König Roba. Ich muss König Roba töten. Ich wollte aber das hier auch nochmal befreit haben. Und das mit Rokkos Höhle auch noch gemacht haben. Kann ich mich aber einmal irgendwie irgendwo... Der ist schon am Pennen. Einmal nochmal schlafen legen. So, ich hoffe aber wirklich, dass jetzt auch die Aufnahmen für Gothic 3 auch wieder besser sind. Die Qualität wieder besser ist, weil ich habe wirklich lange nicht gecheckt gehabt, wo ich den Fehler gemacht hatte, dass die Qualität auf einmal so pixelig war. Das tut mir aber auch sehr leid. Ist hier ein Bett frei? Hier ist ein Bett frei. Bis zum nächsten Morgen. Interessant, wie die aber auch hier alle liegen. So, wie sieht es hier eigentlich aus? Da fehlt uns auch eigentlich noch sehr viel. So, Rocco, was hat er gesagt gehabt wegen der Höhle? In Faring, Roccos Höhle. An einem kleinen Geschäft. Es gibt da eine Höhle ganz hier in der Nähe. Bin mir sicher, dort ist eine ganze Menge zu holen. Wo ist das Problem? Irgendwas ist in der Höhle. Tiere, Monster, irgendwas. Du erledigst das für mich und ich schenke dir einen dicken Brocken Erz. Wo ist die Höhle? Neben dem Turm oberhalb des Dorfes. Das ist ein kleines, verwildertes Tal. Ganz am Ende ist die Höhle. Ich muss nach oben deswegen. Okay. Trotzdem gefällt mir das ganz und gar nicht. Also hier entlang? Da oben? Und da muss irgendwo eine Höhle sein? Gehen wir mal da entlang. Also ich bin jetzt neugierig, wie die Musik auf einmal abrupt geändert ist. Also geändert hat. Echt. So, einmal speichern. Die beiden Steingolems haben wir da ja erledigt. Boah, fast wäre ich da runtergefallen. Oder da unten.
Hör auf zu ruckeln, bitte. Meint er die Höhle? Ich höre hier was schnauben. Da sind Snapper. Warum muss das Spiel eigentlich immer so viel ruckeln? So, alles wieder mitnehmen. So, okay, der hat mich jetzt einmal erwischt. Den hier auch noch mal looten. Meinte Rocco, hier sei eine Höhle? Soll das die Höhle sein? Ich glaube nicht. Ist das die Musik von Varant? Hier? Im Norden? Oder war es die Musik von Nordmar? Obwohl nach Nordmar klang das jetzt nicht. Kann es sein, dass das Spiel bei mir ein bisschen verbuggt wurde? Jetzt ist die Frage, wo soll Roccos Höhle sein? Da nicht. Stimmt, da war ja was Großes. Ich glaube, ein Troll war das, ne? Ja, ein Troll. Das heißt, einmal speichern und direkt versuchen zu erlegen. Nachdem wir das Sonnenkraut auch noch mitgenommen haben. Und den Snapperkraut. So nicht. Ein schwarzer Troll. Wo ist er bitte schwarz? Sorry. Ja, das... War jetzt ein bisschen doof gelaufen. Jetzt einmal kurz Abstand gewinnen. Abstand gewinnen. Rennen! Weil ich jetzt blöderweise niesen musste. So, hier aber. Okay, der hat... Ich hoffe, der regeneriert jetzt nicht. Ja, komm. Jetzt haben wir den. So. Einmal wegschubsen. Tschüssi! Oder auch nicht. Ich brauche einen Dietrich. Ach nee, haben wir nicht. So. Aber dann würde ich vielleicht so was futtern. Fleisch haben wir ja genug. Ich sehe da vorne. Mehrere.
Da! 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 Ich hoffe... Da! Da! Okay, bisschen doof gelaufen. Also einzeln vielleicht irgendwie anlocken. Aber gut, dass wir wieder gespeichert haben. Ja, mein Kleiner, komm. Dich will ich haben, die anderen können. Da! Die anderen können gerne da hinten bleiben. Da! So. Und nochmal was futtern. Schön wieder hier am Zappeln ist. So, weglocken. Bis hierhin. Einzeln kriegen wir die ja momentan mittlerweile hin. So, nochmal was futtern. Und den letzten kriegen wir auch noch hin. Es sei denn, da kommt gleich noch einer. Ja, komm. Da! Da! Jo! Da! Jo, ich wollte schon sagen, jetzt killt der mich. Das wäre es jetzt gewesen, wenn der mich jetzt killen würde. So, nochmal speichern und schauen wir mal. Ah, Ruckel. Eisenhalm. Nein, komm. Kronstöckel. Können wir essen. Perfekt. So, aber was sollen hier jetzt sein? Also, oder wo sollen jetzt die Höhle sein? Die Rocco meinte. Hier hinten vielleicht? Na, da haben wir wieder Fari. Und da hinten Vanguard. Alter, hör auf zu ruckeln. Spiel, bitte. Okay, sieht von oben schon krass aus. So, hier will ich jetzt aber nicht runterfallen. Können wir gerne runterrutschen, aber runterfallen möchte ich jetzt nicht. Na, aber ganz ehrlich, oder ist das komplette Ding hier? Das, was er meinte. Die Metalltruhe hatten wir ja schon. Ist da hinten nur die Metalltruhe? Da waren wir ja schon.
Und nur dieser Höhlengang war die Höhle, die er meinte. Und da muss ich hier irgendwas finden. Na, von hier kamen wir. So, noch ein Schluck Energy. Hier vielleicht, ne? Das führt jetzt nach Nordmar. Oder hat es mit dieser einen Truhe zu tun, die wir nicht knacken können, weil wir keine Dietriche haben? Dann würde ich vielleicht nochmal kurz zurückgehen, einen Dietrich schnappen, kaufen. Oder ein paar mehr vielleicht. Vorausgesetzt, sie haben wieder Dietriche. Und das Ding da aufmachen wollen. So, oder gibt es hier noch eine Höhle? Ist doof, wenn man nichts sieht. Da will ich jetzt nicht runterspringen oder runterfallen. Irgendwer wird uns definitiv die Dietriche verkaufen, gehe ich mal von aus. So. Das mit der Musik macht mich gerade ein bisschen kirre. Gehe ich nochmal nach unten? Und so, Alil bleibt da immer noch liegen. Trotzdem gefällt mir das Ganze gar nicht. Wilson, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Du solltest meinen Rat annehmen. Hat er Dietriche? Nope. Ich weiß nicht, ob du damit aber, ich könnte ihm ein paar Sachen verkaufen. Hör bloß auf mit der Scheiße. Was kann denn schon groß passieren? 130 rostige Schwerter, warum haben wir so viel? Hör bloß Nippel auf mit haben wir der auch Scheiße. So viele. Kompositbogen. 27 von den Dingern wieder. 18 von denen. Am besten, du erledigst das selbst. Na, ich glaube, da wird das vorbei. Über die 11.000 sein. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. 11.100. Ist das dein Ernst? Warte mal. Irgendwann ist doch das vorbei. Machen wir das mal anders. Kann dir doch egal sein. So, Goldausgleich. Tja, da haben Tom. Wir ein mächtiges Problem. Orksöldner. Ist das dein Ernst? Blind? Was kann denn schon groß passieren? Hat er vielleicht, Connor? Wenn er so weitermacht, das haben wir ja schon. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Der hat 6 Dietriche. Hör bloß auf, so, und er hat 18.000. Okay, dann kann ich ihm die Knüppel hier andrehen. Richtig, aber die Dinger. Die hier. Klar, warum nicht? Barbarenstreitechse, die sind extrem viel wert.
mit der Scheiße. Warte mal, wir haben hier einen Schlachtbeil für 2800. Ist das dein Ernst? Was, wenn ich hier ihm jetzt andrehe? Hör bloß auf mit der Scheiße. Und es kommt noch schlimmer. Ich würde sagen, würde passen, wenn er so oder? Weitermacht, wird das nie was. Da jetzt noch exakt 100 Gold. Ich weiß nicht, ob du das kriegen hast. Aber wir haben wenigstens ein paar Dietriche wieder. Dann können wir oben hier eine Truhe aufmachen, versuchen. Und hoffen, dass das Roccos Schatz ist. Ansonsten habe ich keine Ahnung, was mit seiner Höhle jetzt ist. Aus dem Weg, Leute! Wir hätten vielleicht bei Faring oben noch gucken können, ob da jemand Geld hat. So. Ich gehe davon aus, dass das hier Roccos Höhle ist, die er meinte. Und dann ist nur die Frage, wo ist oder was ist das quasi für seine Quest, wenn das nicht die Truhe da hinten ist. Ey, ich hab gedacht, ich hätte dich runtergeschubst. Da gehe ich nicht weiter, also näher ran. Stabile Metalltruhe. So, Ring der Magie. Amulett. Ich raff es gerade nicht. Ich raff es gerade gar nicht. Da ist es auch nicht, also da ist nichts. Vielleicht einmal wirklich zu Roccos zurückgehen, ihm den Ring abkaufen, dann ist er vielleicht erledigt. Und ihm Bescheid sagen, ich war da. Alle Viecher erledigt. Und die Schätze, die er meinte, existieren nicht wirklich. Ja, ist herrlich, wenn das Spiel immer so ruckelt. So. Dann hier nochmal runter.
Und hier nochmal entlang. Dann können wir hier vielleicht die restlichen Sachen verkaufen. Bevor wir zu Rocco gehen. Urgosch, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, 15.000 hätte er. Das wären schon mal 7.000. Das wäre wieder zu viel. Das würde gehen. So, hier, Zakosch. Bring mir was über das Schmieden bei. Nee, der kann mir nichts Neues beibringen. Zeig mir deine Ware. Okay, der hat richtig viel Kohle. Hätten wir bei ihm dort alles verkauft. Was hat denn da? Achso, ein normales Bastardschwert. So. Dann das weg. Telekinese brauchen wir nicht. Eiswelle brauchen wir nicht. Armee der Finsternis. Würde ich mal behalten. Heilung behalten wir. Flammschwert rufen behalten wir. Böses Vernichten, 30 bis 100, okay. Hier behalte ich mal alles, ich glaube, hier würde ich auch erstmal alles behalten. Außer das und die Dinger. Ich glaube, das brauchen wir auch nicht, die Schlägel brauchen wir auch nicht. Oder die Dinger hier. Ich glaube, das auch nicht, komm. So. Hammer. Herz eines Eisgolems, 9 Stück. Und Steingolems, 2 Stück. Wir sind schon fast bei einer halben Million. Was soll ich mit so viel Geld? Ich glaube, hier aber alle kaputt zu hauen, könnte schwierig werden. Rocco? Komm, ich will den Ring kaufen. Jetzt, wo ich ihn abgeben soll? Irgendwie ist er mir richtig ans Herz gewachsen. Ach nein, ich werde einen neuen Ring finden. Hier hast du ihn. Okay, keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung, was ich machen soll. Ich mache aber eben einen kleinen kurzen Break, muss eben aufs Klo und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Kann dir doch egal sein. Okay, da hat's gepasst. Da hat's gepasst. Kann dir doch egal sein, dass ich wieder da bin. So, ja, ich weiß jetzt aber gerade gar nicht, was ich sonst machen soll. Ich komme mit Roccos Höhle nicht zurecht. Also ich weiß echt nicht, was ich da machen soll. Daher würde ich vielleicht, wenn ich nochmal auf die Map gehe, ne, auf die Quest gehe. Hier der Druidenstein des Wolfes tötet den weißen Hetzer, tötet die Säbelzahntiger vor dem Holzfällerlager. Oder hier, Ketil braucht 12 Bisonfälle, Schnapsbraun mit U-Golf, Steiners Rüstung, Stollengrollen, verstecktes Erz, Zustimmung der Erzschmelzer. Bringe Eidon das Geheimnis der Druiden. Und hier Baldas Grab, die macht der Ahn, 10 Säbelzähne für live. Vielleicht würde ich das machen, bevor wir auf die Idee kommen, Faring und Vanguard auseinanderzunehmen.
So, oder? Was haben wir hier? Ist das vielleicht Roccos Höhle? Ach, da kommt schon der nächste. Oh. Ja. Da. 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 Okay, der glitscht erstmal durch. Okay, die glitschen hier erstmal durch. Ganzen Morgentau, die Knüppel und so weiter mitnehmen. So. Das auch alles mitnehmen. An dem hinter dem Felsen komme ich gar nicht mehr ran, kann das sein? Ach komm, die Dämonenpilze nehmen wir auch mal mit. So. Was ist denn jetzt mit dem Handy-Lux? So. Ist das hier vielleicht Roccos Höhle? Die er meinte? Ja. Die können ja eh keinen Schaden mehr machen eigentlich. Ja. Roccos Höhle. Doch, das war es. So, auch erstmal alles wieder mitnehmen. Okay, ich habe jetzt nicht gedacht, dass das hier die Höhle ist. Wofür habe ich ihm dann eigentlich den Ring abgekauft? Und was für Schätze sollten hier sein? Ich fühle mich von Rocco ein bisschen verarscht. So, das nehmen wir auch mal mit. Okay, gehen wir mal zu ihm runter. Ne, jetzt ernsthaft, ich fühle mich wirklich von dem ein bisschen verarscht. So. Da war gar nichts. So, Rocco. Die Höhle ist frei. Die Höhle ist frei. Es waren nur ein paar Gobbos. Gut. Gobbos. Ich mache mich sofort auf den Weg. Hier ist dein Erz. Für ein Erz habe ich gemacht. Was war eigentlich hier in der Höhle? Waren wir da schon drin? Ich nehme mal mit. Hier wird keiner meckern, oder? Ne, das war nur die eingestürzte
Mine, glaube ich. Jetzt halt, du wirst hier als Dieb besucht. Das hat uns gerade noch gefehlt. Nee, doch nicht. Habe ich aber gedacht. Und er geht jetzt in die Höhle? Was hat er dann da vor? Was hat er denn da vor? Egal, ich würde jetzt weiter nach Nordmar gehen. Und da mal versuchen, die ganzen Quests zu erledigen. Wir haben 27 Lernpunkte. Und ich will das hier irgendwie in Paladin und Regeneration investieren. Wer kann mir den Paladin beibringen? Und hier die Regeneration. Ich gehe aber hier entlang. So, wer war das nochmal? Radgar. Gib mir den Ahnenstein. Gib mir den Ahnenstein. Was hast du vor? Kurt schickt mich. Kurt schickt mich. Ich soll mir die Macht der Ahnen nehmen. Gut, wenn er es sagt. Aber lass ihn dir nicht klauen. Ja, alles klar. Lass uns gehen. Lass uns gehen. So, ich weiß jetzt nicht, wo der vorhat, mit mir hinzugehen. Aber es hat auf jeden Fall mit dem Ahnenstein zu tun. Da wollten wir ja auch alles holen. Alles machen. So, das Ogerblatt. Und es ist besser, wenn wir ihn so mit uns nehmen. Achso, das sind nur Bisons. Ne, Wollnachshörner. Entschuldigung. So, Waldbeeren nehmen wir mit. Ogerblatt nehmen wir mit. Ah, du willst auch! Okay, jetzt, jetzt sind das doch ein bisschen zu viele. So. Rex Wolf. So, da brauche ich aber jetzt einen Heiltrank. Armselige Kreatur. So, aber ich nehme mal alles mit. Gibt auf jeden Fall gut Fleisch. War hier nicht noch einer? Da. Wolfsclan. Hammerclan. Das gehört auch nochmal gespeichert. Weil wir bis jetzt überlebt haben.
Ich weiß jetzt nicht, ob er das alles hier überleben wird. Der läuft aber auf einem ganz komischen Weg. Ah, hier. So, hier ist es. Hier ist das Grab. Aber dort werde ich keinen Fuß reinsetzen. Oberhalb der Höhle gibt es eine Hütte. Dort werde ich erstmal bleiben. Peda ist ein guter Freund von mir. Okay. Wer liegt in dem Grab? Wer liegt in dem Grab? Einer. Ein großer Krieger meines Clans. Orks überfielen ihn aus dem Hinterhalt. Er hatte keine Chance. Aber bevor er starb, nahm er 30 von den Bastarden mit in den Tod. Okay, wann war dieser Ork-Überfall? Wann war dieser Ork-Überfall? Das ist lange her. Aber Einars Taten werden bis zum heutigen Tag an den Lagerfeuern meines Clans gepriesen. Gibt es in Einars Grab Schätze? Gibt es in Einars Grab Schätze? Es gibt Geschichten, aber niemand weiß, ob sie wahr sind. Was für Geschichten? Einige von uns glauben, dass sein Helm mit ihm beerdigt wurde. Hört sich gut an. Ich weiß noch nicht mal, ob der Helm wirklich magisch ist. Keiner weiß es. Wenn du es rausfinden willst, musst du wohl selbst nachsehen. Okay, Einars Helm. Da ist noch so ein Mistvieh! Ja, natürlich. Nein, nicht auf... Alter, nicht auf Radgar. Auf Eiswolf. Warum? Dem hast du es gezeigt! Radgar? Wir sind noch Freunde, oder? Radgar? Radgar? Ich weiß jetzt nicht, ob er und ich noch Freunde sind. Das war aber auch echt doof, dass, so hat man die ganzen rostigen Schwerter gehabt. Er ist verbuggt. Und hier wieder alles mitnehmen. Okay, diesmal kommen die zu dritt. Ja. Dem hast du es gezeigt. Ach, jetzt. Was ist mit ihm? So, ich hoffe, er kommt jetzt helfen. Okay, ich glaube, der wird gleich drauf. Der lockt alle an, der Idiot. Hat er nicht gerade gesagt, der setzt keinen Fuß da rein? Und jetzt ist er mit vollem Einsatz drinne. Jo. Da.
So, Heiltrank. Wir brauchen wieder mehr. Autsch. Ah, ey. Die armselige Kreatur. So. Jetzt bewegt er sich wieder. Okay, der musste nur halt ein bisschen getriggert werden. Nein, ich wollte jetzt nichts von dir. Das heißt, das können wir speichern. So. Hier liegen wieder 1000 Pfeile. Noch ein Holzschild, noch ein rostiges Schwert. Den getötet oder lag er so? Ja. So, nehmen wir alles wieder mit. Okay, mehr liegt hier glaube ich auch nicht. Dum, 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 dum. Ich hab das irgendwie vermisst. Oh. Da. 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 So, nicht von hinten alle. Von hinten mag ich es nicht so. So, nochmal was snacken. Vielleicht auch ein bisschen von denen. Wir haben davon eigentlich doch sehr viele. Und nochmal speichern. Okay, da kommen jetzt 4, 5. Wen zielt er? Da! 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 Oh. Da! So, jetzt du. So, ist noch irgendjemand? Ne. Okay. Dann nochmal was snacken. Und nochmal speichern, bevor es weiter reingeht. Ich sehe schon auch Fleischwanzen. Wieder 5, okay. Ein Bogenschütze damit dabei. Okay, der da hinten auch noch. So, der soll mal näher kommen. Ich will den anderen da noch nicht anlocken. So.
Jetzt können wir alle looten. So, gibt es hier noch mehr? Ja. Noch mehr rostige Schwerter. Das heißt, jetzt können wir speichern und uns um den Großen kümmern. Ah, ne, doch noch nicht. Doch eine herbe Enttäuschung. Da! 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 So, komm. Da! 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 Oh. So, der soll bitte angelockt werden. Oder die beiden. Da! Da! Nein, von hinten da. Noch. Da! 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 So, erstmal wieder alles mitnehmen natürlich. Okay, 1000 Pfeile auch noch wieder mitnehmen. So, die Pfeile können wir auch noch. So, die Waffen. Ach, hier war noch so ein Bogen, genau. Irgendwie höre ich hier Sägen. So, da muss jetzt nur noch der Große da sein. Also der Chef. Und halt die Fleischwanzen. Nee, doch nicht. Da ist noch mehr. Da! 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 Nein! Da! Okay, Abstand? Ist er schnell? Okay, von der Geschwindigkeit geht's. Da! Oh. Ah, verdammt. Da! So, nochmal was voran. Das dauert ewig, bis er da ist, glaube ich. Da! Da! Go! Da! Alter! Wie heftig will man sein? Er, ja. So, kurz Ausdauertank und jetzt. Ja. Rundschild. Helm. Das ist der Helm? Enttäuschend. So, wenigstens ist das ein Breitschwert. Okay. Das war jetzt wirklich enttäuschend. So, Fleischwanzen nehmen wir mit. Da, 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 da. Ja, komm. Da.
Da! Da! So, okay. Alle gelootet. Die Fleischwanzen noch mitnehmen. Da haben wir noch eine. So, was haben wir hier in der Truhe? Flieg, kleine Fleischwanze, flieg! So, warte mal. Ach, da war es ganz kurz irgendwie. Oder? Auf dem Stein steht, hier ruht einer. Darunter ist eine Öffnung. Dort könnte man was reinstecken. Ja, steck mal was rein. Passt. So. Gibt es noch eine Fleischwanze? Einen Moment, ich muss einmal das Ding benutzen und dann wieder weg, damit die Sicht da wieder normal ist. Okay, dann einmal kurz schauen. Bring Eid in das Geheimnis der Druiden. Kittel braucht 12 Bisonfälle, Schnapsbraun mit Ugolf, Stainers Rüstung, Stollengrollen, verstecktes Erz, Zustimmung der Erzschmelzer. So. Töte die Säbelzahntiger vor dem Holzfällerlager, töte den weißen Hetzer und der Druidenstein des Wolfes. Die fehlen uns noch. War hier noch was? Nö. Und draußen wieder dunkel geworden, natürlich. Ne, doch nicht. Aber ich speichere das, dann haben wir das zumindest abgeschlossen. So. Und hier drüber meint Regnard, der hätte hier ein Lager. Das da? So, Radka. Ich habe Einars Helm. Ich habe Einars Helm. Du hast Mut, das muss man dir lassen. Wenn du es geschafft hast, den Helm zu besorgen, hast du auch das Recht, ihn zu tragen. Trage ihn mit Stolz. Ja. Warum Peter? Bist du gekommen? Ich nehme keine Lehrlinge mehr. Ich habe meinen Clan verlassen. Kann ich mit dir Ingvar schickt mich. Ingvar schickt mich. Warum? Ich habe mit dem Clan nichts mehr zu schaffen. Ingvar schickt mich auf die Reise, bei allen Schmelzern zu lernen. Nein, er wiederholt den Fehler, den ich damals tat. Hast du ein Problem? Ja, deine Ausbildung wird dir nur den Tod bringen. Genau wie meinen Schülern. Ich verfluche den Tag, an dem ich sie auf die Suche schickte. Ich sage nein. Was sollten deine Schüler suchen? Was sollten deine Schüler suchen? Die Zutaten, die ich brauchte, um meinen Traum zu erfüllen. Ich schickte sie hinaus, obwohl ich wusste, dass die Suche gefährlich ist. Sie bezahlten es mit ihrem Leben. Ich hätte selbst gehen sollen. Was ist, wenn ich die Aufgabe deiner Schüler beende? Was ist, wenn ich die Aufgabe deiner Schüler beende? Nein, das ist zu gefährlich. Alles in Nordmar ist gefährlich. Gut, aber ich habe dich gewarnt. Wenn du es schaffst, die Zutaten zu besorgen, dann hast du meinen Segen. Was willst du denn haben? Ich werde deine Aufgabe bestehen. Ich werde deine Aufgaben bestehen. Was soll ich holen? Das Horn eines Schattenläufers. Habe ich? Hier ist der Kram. Jetzt kannst du die Waffe bauen. Hier ist der Kram. Jetzt kannst du die Waffe bauen. Du hast es tatsächlich geschafft. Und du lebst. Ja, jetzt musst du nur noch das Schwert schmieden. Das werde ich. Du gehe mit allen guten Wünschen zurück zu Ingvar. Er soll dich lehren. Denn was mich angeht,
Bist du bereit, die Kunst zu lernen? Okay, und warum lebst du hier eigentlich? Warum lebst du hier? An meinen Händen klebt Blut. Ich war besessen davon, eine Waffe zu schmieden, wie es sie noch nie gegeben hat. Nur deshalb mussten meine beiden Schüler sterben. Ich verfluche den Tag, an dem ich sie auf die Suche schickte. Was für eine Waffe wolltest du denn schmieden? Was für eine Waffe wolltest du schmieden? Ein Schwert, wie man es nur einmal in seinem Leben schmiedet. Ein Schwert, das von Generation zu Generation dem größten Krieger des Clans weitervererbt wird. Eine Waffe aus reinem Erz. Kannst du mir zeigen, wie ich so ein Schwert schmieden kann? Kannst du mir zeigen, wie ich so ein Schwert schmieden kann? Nein, es sollen nicht noch mehr Männer sterben. Wenn du lernen willst, geh zum Hammer-Clan. Ingvar, der Erzschmelzer des Clans, kann dir zeigen, wie man Waffen aus reinem Erz baut. Kann ich mit dir handeln? Kann ich mit dir handeln? Warum sollte ich mit dir handeln? Gold? Was soll ich hier draußen mit Gold? Es wärmt nicht und es macht nicht satt. Argument, okay. Was willst du, damit du mit mir handelst? Was willst du, damit du mit mir handelst? Ich brauche neue Felle. Die Nächte hier draußen sind kalt. Verstehe. Wie viele? 20 Eiswolffälle. Die sind schön warm. Und Erz. Ich brauche Erz. Jetzt reicht's aber. Nein. 10 Brocken Erz brauche ich auch noch. Das reicht dann. Ich überleg's mir. Hier ist dein Kram. Hier ist dein Kram. Dann sind wir im Geschäft. Willst du mit mir handeln? Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, was hat er denn hier? Zweihänder und Breitschwert. Wow. Orkschlechter. Hat sich gelohnt. Wir haben aber immer noch genug Fälle. Aber ich würde sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Und Gesundheit. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.